Ja, und damit ein herzliches Hallo. Hier ist wieder Lars von MinnPlay 2019. Ich mache heute mal eine etwas kürzere Folge von circa 30 Minuten, weil ich heute Abend noch was anderes vorhabe. Und ja, wir hatten ja unser Experiment. Was passiert oder wie weit kommen wir mit fast leeren Tank? Ich würde sagen, wir verlieren auch keine Zeit. Wir sind letztes Mal hier auf der Autobahn einfach nur stehen geblieben, weil die Zeit jetzt halt um war. Ich würde sagen, wir fahren dann mal weiter. Jetzt machen wir gerade die Karte wieder rein. So. Genau, Licht einmal an. So. Dann brauchen wir. Ach, jedes Mal geht die Kamera weg. Ja, das Touchpad, das sollte echt, das müssten sie noch irgendwie ein bisschen fixen. So, wir klicken da mal einmal drauf. Müsste eigentlich unsere Route da sein. Sache, dieses Touchpad, das können sie echt so machen, dass man es an- und ausschalten kann. Das ist echt nervig. Gut, wir fahren einfach mal weiter. Probieren, wie weit wir kommen. Jetzt weiß ich gar nicht, wir waren, glaube ich, auf dem Weg. Das ist schon wieder ein paar Folgen her. Wo müssen wir hin? Genau, wir wollten nach Kassel. Machen dann einen kurzen Halt Schwalenberg, die Tankstelle, und dann weiter nach Köln zum Logistik-Hub. Das war unser Plan. Ja, wir sind ja letztens von Nürnberg nach oder von München nach Nürnberg sind wir ja mit leeren Tank noch durchgefahren. Mal gucken, wie lange das auch noch so gut geht. Wir hatten ja geguckt, an der Tankstelle waren circa noch 23 Liter Sprit drinne. Ja, ich lasse mich überraschen, gucken, was wir in den 30 Minuten jetzt schaffen. Warten wir mal ab. Er zeigt es auch an, Kraftstoffvorrat niedrig. Ja, vielleicht haben wir echt das Glück und haben so einen ergiebigen LKW, dass man mit leeren Tank die Strecke Hamburg-München fahren kann, was ich allerdings echt nicht glaube. Irgendwann muss ja der Tank mal zur Neige gehen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber bis jetzt, LKW rollt. Ja, lassen wir uns überraschen. Es läuft übrigens irgendwie heute flüssig, komischerweise. Obwohl ich Spiegel anhabe, alles und. Ich mache das jetzt auch so, ich habe PlayStation an eine Steckerleiste dran gemacht, wo ich abends den Strom komplett kappen kann. Und da leert sich ja der Cache-Speicher, wenn die PlayStation länger wie 30 Sekunden keinen Strom kriegt. Scheint ganz gut zu laufen. Sieht gut aus. Ich habe meine E-Zigarette noch gar nicht angeschaltet. Nee, wir lassen uns überraschen. Es läuft bis jetzt. Ist jetzt auch die letzten Tage eigentlich fast gar nicht mehr abgestürzt, wo ich seit dem letzten Stream, Quatsch, Video ging ja eine Stunde. Und ich hatte auch die letzten Tage jetzt kaum noch Probleme, dass es irgendwie zu diesem CE-Fehler kommt. Aber wie gesagt, es soll manchmal so Mini-Updates geben, die man gar nicht mitkriegt. Habe ich schon von einigen Leuten gehört. Und ja, schauen wir mal. Und es gibt auch noch nichts Neues, wann jetzt der nächste Patch kommt. Leider.
Ich hatte ja den einen Tag auch gesagt, dass das eventuell der Mittwoch, gut, das war auch keine so sichere Quelle. Ich hatte es nur von dem erfahren, wie das halt so ist, ne? Man kennt das ja. Aber Patch ist bis jetzt noch nicht in Aussicht. Also ich kann im Moment mit diesen Fehlerchen in Anführungszeichen leben. Das Spiel ist spielbar, wie gesagt. Da gibt es Schlimmeres. Da habe ich schon Spiele gesehen, die waren ohne Patch gar nicht spielbar. Aber wir schauen mal. Weiß noch, wenn ich mich da so. Ich hatte ja vorher auch Spiele auf Switch gespielt. Da hatte ich ja den Farming Simulator 17, der eigentlich relativ gut lief noch auf der Switch. Klar, grafisch zur PlayStation 4 ist es natürlich echt schon ein Unterschied. Oder was hatte ich gehabt, was so furchtbar buggte? Das war Farmers Dynasty, genau. Farmers Dynasty auf Nintendo Switch. Also wer da für Switch Interesse dran hat, ich sag euch gleich, lasst die Finger von. Holt's euch für die PlayStation 4, wenn ihr sie habt. Da lohnt es sich eher. Auf der Switch kann man es vergessen. Auch Farming Simulator 17 ist auf der Switch wesentlich besser, weil es da Mods für gab. Das gab es auf der Switch nicht. Da gab es nur die zwei Anfangskarten und mehr nicht. Ja gut, der Modding Support ist ja für den LS17 ja auch schon etwas zurückgegangen. Da kommt eigentlich auch kaum noch was Neues für raus. Das meiste konzentriert sich jetzt auf den 19er. Da ist ja immer noch ganz guter Support. Spiele ich zwischendurch auch mal wieder doch. Als gestern habe ich mir tatsächlich den 17er mal wieder vorgenommen. Aber ich finde die Karte einfach so schön wie am Anfang. Ich glaube, Gold Crest Valley heißt die. Ja, genau. Die fand ich ganz gut, die Karte. Kennt man mittlerweile fast in- und auswendig. Und warum bremst der jetzt? Es gibt keinen Grund. Der hinter mir ist mir auch drauf gefahren. Okay. Ja, wie weit wird uns der Tank noch tragen? Man sieht, der Strich an der Tankanzeige oben im Navi, diese leere Zapfsäule mit roter Bodenplatte, nenne ich es jetzt mal, das ist der aktuelle Benzinstand oder Diesel. Der wird langsam dünner. Der war gerade zu Anfang des Videos noch etwas dicker. Es wird langsam dünner hier. Bin mal gespannt, wie weit wir kommen oder was da passiert. Wenn es wirklich so ist, dass der LKW weiterfährt und einfach nur oben eine Warnung kommt, von wegen Tank ist leer, dann haben wir hier auch einen Bug. Ich habe schon von Pat der Maulwurf gehört. Ey, ich grüße mal an dieser Stelle. Der hat zum Beispiel, wenn er einen neuen LKW kauft, den muss man ja tanken, und dann gleich einen Fahrer zugewiesen, dann fährt dieser Fahrer los und erledigt seine Aufträge. Wenn man jetzt den LKW dann wieder nimmt, zum Beispiel, oder wieder tauscht, den Fahrer praktisch einen anderen LKW zuweist und tauscht, dann soll der LKW noch den gleichen leergefahrenen Tank haben wie am Anfang.
So laut Maulwurf. Ist ja auch komisch, ne, dass die oder die Mitarbeiter dann nicht tanken, fahren aber mit niedrigem Kraftstoff Touren wie Hamburg-München oder München-Rostock. Tja. Ne, es wäre schön, wenn es echt so wäre, dass die auch dann Tankstellen anfahren. Oder was mir vorhin zum Beispiel eingefallen ist, dass es vielleicht eine, wie zum Beispiel hier beim Landwirtschaftssimulator 17 oder 19, dass man durch die oder einfach mal bei den Mitarbeitern mitfahren kann. Dass man da praktisch als Beifahrer sitzen würde und wird dann sehen, wie der Mitarbeiter fährt. Dass man einfach nur daneben sitzt. Dass man da vielleicht mal die Tour mal mitfahren kann oder so. Wäre vielleicht auch keine schlechte Funktion. Ja gut, man soll ja eigentlich selber fahren, aber dass man da halt irgendwie sehen könnte oder wo die sich gerade befinden oder wie die fahren zum Beispiel. Das wäre vielleicht interessant. Ich weiß nicht, ob das für die Zukunft irgendwie machbar ist oder so. Da wäre vielleicht auch so ein Feature, was ganz interessant wäre. Oder halt, dass man seine Mitarbeiter direkt auf der Karte anklicken kann. Das wäre, glaube ich, hilfreicher als dieses Pull-Down-Menü, was wir da oben haben. Irgendwie wird der Strich gar nicht weniger da bei der Tankanzeige. Ich habe noch gar nicht den Tempomaten an. Ich glaube, ich schalte den mal an. Nee, aber irgendwie läuft das Spiel heute wieder flüssig. Ich hab das Gefühl, dass im letzten Stream hat das doch, glaube ich, lief das alles ein bisschen langsamer. Kann das sein? Wenn ich das heute sehe, es läuft doch sehr flüssig. Kommt mir jetzt auf jeden Fall so vor. Also die Geschwindigkeit irgendwie. Und das war letztes Mal irgendwie langsamer. Oder ob das daran liegt, wenn man jetzt in Städten ist, dass es dann da weniger, weil halt mehr Autos oder so. Keine Ahnung. Ich muss mal gerade was trinken. Also langsam. Etwas trockenen Hals. Wir haben auch vorhin noch ein bisschen Heizung hier in der Wohnung angemacht. Das ist dann doch noch ein bisschen kühl. Man weiß ja, Heizungsluft ist ja eh eigentlich nicht so gut, dass man dann halt auch trockenen Hals kriegt oder so. Ah, ich kenne das noch von meiner Oma, die hatte damals immer diese Luftbefeuchter da an der Heizung hängen. Das kenne ich noch. Heute gibt es sie ja in allen möglichen Formen. Wir hatten zum Beispiel damals so einen Luftbefeuchter in Teddy-Form. Ja, gibt da ja alle möglichen Formen mittlerweile. Mittlerweile gibt es die Geräte auch elektrisch, dass man sie einfach nur hinstellt und damit die Luft befeuchtet. Ja, aber so trockene Heizungsluft soll allgemein nicht so gesund sein.
Man soll ja auch immer regelmäßig lüften, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Und soll man ja eigentlich pro Stunde, glaube ich, wie lange? 10 Minuten oder was? Stoßlüften. Also Stoßlüften heißt komplett aufreißen einmal und. Kinder in der Grundschule müssen 20 Minuten lüften. Boah, das war heftig. Und die sitzen in dem Raum, ne? Ja, gut, dass ich nicht mehr in die Schule muss. Also wenn da 20 Minuten jetzt in der Zeit das Fenster offen ist und man muss da mit Jacke oder Decke sitzen. Nein, danke. Da habe ich. Hätte ich auch keine Lust mehr. Aber ich stelle mir jetzt gerade in diesen Zeiten, stelle ich mir Schule richtig anstrengend vor. Vor allen Dingen, wenn man jetzt so kurz vorm Abitur steht oder so und dann, ich sage jetzt mal auf Deutsch, diese Scheiße da praktisch erlebt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das zu Hause lernen echt schwieriger sein kann, als wenn man es direkt von seinen Lehrern vorne an der Tafel oder so gezeigt kriegt. Das könnt ihr Wenn mir man jetzt es echt nicht so kann, vorstellen. ja. Ja, Weil dann ist ich dann. denke mal auch, wenn es ist nicht das Gleiche, als wenn man da in der Schule direkt vom Lehrer die Aufgaben gezeigt kriegt oder was. Das ist nicht das Gleiche. Man kann sich das, glaube ich, selber. Ich weiß es nicht. Ich kann mich da nicht mehr reindenken. Zu meiner Zuschauer. Schulzeit. Was habe ich jetzt gesagt? Zulscheid? Wolltest du Gott, oh nicht. Graus, ja. Okay, Schulzeit. Versprecher sind geil. Da kann ich vielleicht irgendwann mal ein Highlight-Video von machen. Also zu meiner Schulzeit, ja, hatten wir sowas komischerweise nicht. Da gab es auch keine heftigen Grippewellen oder so. Hat kein Mensch was von gesagt. Weiß nicht, da war zwar mal eine Erkältungswelle, ja, aber so als Grippewelle wurde das jetzt auch nicht alles so breit getreten, so in den Medien, keine Ahnung. Da war das noch nicht so kompliziert. Man hat sich da auch als Schüler keine Gedanken drum gemacht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Man war froh, wenn man seine Hausaufgaben fertig hatte, zack, raus, Kumpels treffen und abends zum Essen pünktlich wieder drinne sein. Das war wichtig. Ansonsten hat man sich nicht groß Gedanken drum gemacht. Ich mache mir im Moment auch keine großen Gedanken, dass uns der Sprit ausgeht hier. Das ist irgendwie komisch. LKW rollt und rollt und ja. Spritanzeige ist nur ein winzig roter Strich unten, aber er läuft. Ich glaube, wenn jetzt in. Wir haben jetzt hier noch knapp 12 Minuten. Wenn jetzt in den 12 Minuten auch nichts Gravierendes passiert oder so, würde ich sagen, brechen wir das Experiment auch in der nächsten Folge ab und machen normal weiter. Oder was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr meint, wir sollen wirklich versuchen, den Tank leer zu fahren. Oder einfach so weiterfahren. Schreibt ruhig in die Kommentare, was ihr meint. Das würde mich mal interessieren. Und wie gesagt, wem es gefällt, gerne ein Like da lassen und ein Abo für mehr. Nee, aber wenn jetzt in den nächsten 11 Minuten hier nichts Gravierendes passiert, würde ich sagen, so aus meiner Sicht, dann machen wir nächstes Mal normal weiter. Oh, jetzt geht es aber bergab hier. Seht ihr das? Beschleunigt auf fast 90 km/h. Eigentlich sollte doch der Retarder da funktionieren. Ja, das verstehe ich noch nicht ganz. Ich glaube, ich werde das mal probieren, wie das bei dem Scania ist mit dem Retarder und wie das hier beim MAN. Das werde ich vielleicht mal in einem Video vielleicht mal vergleichen. Das könnte vielleicht auch ganz interessant sein. Aber heute läuft es doch flüssig hier. Ich habe manchmal so ein paar Soundkratzer drin, merke ich gerade über Kopfhörer, dass da der Ton manchmal so ein bisschen kratzt. Aber ich denke mal, das sind Kleinigkeiten, damit kann man leben.
Oh, der Berg wird extrem. Ja, man hört das vielleicht, wenn man jetzt sich das Video, wer sich das Video jetzt vielleicht auf Kopfhörer anhört oder so, der müsste auch dieses kleine Knacken drinne haben im Motorengeräusch. Einbilden tue ich mir das eigentlich nicht. Ich habe eigentlich ein sehr gutes Gehör. Ich habe damals mal längere Zeit Musik gemacht und da hat man ein Feingehör für sowas. Knacken und höhere Frequenzen oder so, also ist kein Problem. Höre ich alles noch. Obwohl meine Frau manchmal behauptet, ich höre schlecht. Ja. Weil dann kommt sie mal, du willst ja nur das hören, was du willst, was du hören willst, ja. Ich habe eine Bestätigung vom Ohrenarzt oder vom Hörtest letztes Mal. Wir haben ja einmal im Jahr oder alle 2 Jahre, glaube ich, wegen Staplerfahren, so eine G25-Untersuchung nennt die sich. Da ist Hörtest, Sehtest und räumliches Sehen, alles wird dann da getestet, weil das halt immer aktuell geprüft werden muss. Ah! Ach, ich dachte schon. Ich dachte schon, das wäre jetzt hier Tankanzeige. Nö, wir haben unsere Fahrzeit überschritten. Ja, Leute, ich würde sagen, wir fahren mal einmal gerade rechts ran. Das geht ja gar nicht, dass wir mit fast leeren Tank unsere Fahrzeit überschreiten. Das geht ja gar nicht. Einmal die Bremse ziehen, dann machen wir mal einmal gerade hier. Aber irgendwie scheint doch das mit dem Tank egal zu sein, ob wir den voll oder leer haben. Er zeigt zwar oben an. So, jetzt haben wir wieder unsere Fahrzeit, jawohl. Ist der LKW jetzt aus? Nö, er rollt. Ist der Motor jetzt ausgegangen? Kriegen jetzt nicht an. Ah, Moment, wir müssen einmal ausschalten und wieder an. Aha, er springt nicht mehr an. Wir müssen ausschalten. Tatsächlich. Ja, Leute, ich würde sagen, wir haben es tatsächlich geschafft. Wenn ich starte, geht er aus. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt stehe ich hier. Was machen wir jetzt? Die nächste Tankstelle ist tatsächlich nicht weit weg. Es ist tatsächlich oben, seht ihr das hier beim Navi, da wo die 80 steht, da hinten kommt eine Easy Tank. Das ist jetzt ein Witz, ne? Man sollte ja auch mal bei Tankstellen stehen bleiben, wenn man so einen Test macht. Moment. Wir starten nochmal und machen die Bremse los. Wir rollen zumindest. Und jetzt starte ich mal einmal. Ich kann kein Gas mehr geben, aber wir rollen. Wir rollen. Wir rollen. Es ist ja völlig geil jetzt. Also, sorry wegen dem Ausdruck, aber es hat was. Wir rollen mit 14 km/h Richtung Tankstelle. Leute, schaffen wir das noch in den 5 Minuten?
Das Experiment gefällt mir jetzt. Also mit dem Ausgang hätte ich nicht gerechnet. Gut, dass der nicht anspringt, wenn der Tank leer ist, das ist klar. Aber dass wir jetzt zur Tankstelle rollen und wir haben schon 22 km/h drauf. Das sieht gut aus. Das wissen wir ja. Ja, 19, 18, 17. Ich glaube, kann ich mal einer schieben von hinten? Oh komm, das schaffen wir. Ich erhöhe noch mal. Nein, er springt nicht mehr an. Ja, jetzt bleibt er auch noch stehen. Aber oh, wird immer besser, Leute. Es fängt an zu regnen, wie im schlechten Horrorfilm. Ja, was machen wir jetzt? Die Tankstelle laufen und ein Kanister. Wir haben keinen Kanister. Was jetzt? Ah, das ist echt interessant. Wir stehen hier. Man kann zwar starten, aber er geht aus. Oder vielleicht im Rangiergang. Der Rangiergang ist ja hier auf erste Fahrbereich ist das ja. Das ist ja der Rangiergang. Nee, also er springt definitiv nicht mehr an. Es regnet, mir ist kalt. Super, nichts zu essen, nichts zu trinken. Tja. Das ist jetzt nicht wahr, ne? Die Tankstelle ist in Sichtweite. Es sind vielleicht hier im Spiel 150 Meter. Ich glaub's jetzt nicht, ehrlich nicht. Kurz vor der Tankstelle zum Stehen kommen und nicht mehr weiterkommen. Ja, da müssen wir Warnblinker anmachen, würde ich sagen. Licht auch. Das ist jetzt echt der Hammer. Kann ich denn jetzt bei der Tankstelle hier. Ach, jetzt zeigt er wieder an, Kraftstoffvorrat niedrig. Kann ich jetzt nochmal starten? Nee, er springt nicht mehr an. Tja, Leute, was machen wir jetzt? Es ist wie im schlechten Horrorfilm, ehrlich. Ich fühle mich gerade hier echt wie im schlechten Horrorfilm. So 150 Meter vor der Tankstelle. Ich steig mal aus. Ich steig mal aus und. Das kann es doch jetzt nicht sein, ne? Ja. Wir können auch nicht laufen. Das heißt, ich muss wirklich hier zu Fuß gehen. Ich weiß aber auch nicht, was ich da an der Tankstelle soll, ehrlich gesagt. Ich komme da ja nicht hin. Oder kann man den LKW mit einem anderen LKW einhängen und abschleppen? Tja, ist eine interessante Folge, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall einen Daumen hoch wert und eventuell ein Abo, wenn ihr wissen möchtet, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich probiere das jetzt noch ganz schnell, ob wir hier was erreichen. Und dann würde ich tatsächlich sagen, nee. Es wird nur angezeigt, steig ein in den LKW, der ja nun 150 Meter weiter steht. Ich kann sogar sehen von hier aus, das ist echt ein Witz. Ja, Leute, das war eine interessante Folge. Wir stehen da mit unseren LKW und kommen nicht mehr weiter. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da und ein Abo, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Lars von Mindenplay 2019.